Na, ist denn da ein Päuschen drin für die Bullen? Die waren ja schon ganz tapfer und möglicherweise geht das auch noch ein ganz gutes Stück, aber wir kommen so ein bisschen so an so eine erste Ermüdung. Na gut, das soll uns aber nicht wirklich schrecken. Pause wäre nicht so schlimm, denn wir haben eine tolle Aufwärtsbewegung gesehen, die nach wie vor gut aussieht. Gibt es denn Anzeichen für eine Pause? Was redet der Kerl da? Klettert doch ganz gut. Ja, aber wir haben schon neue Hochs jetzt erreicht beim Dow Jones hier. YM, das Kürzel für den Dow Jones Future. Alles vier. Bei mir und auch bei allen folgenden Charts jetzt hier ist der gleiche Markt, in dem Fall der Dow Jones, im langfristigen Bild, Wochenchart, Tageschart, 4 Stunden und 5 Minuten. So, warum komme ich überhaupt auf die Pause? Oh, hier deutet sich was an. Das sieht so ein bisschen wie eine Umkehrkerze aus. Aber vorsichtig, der Tag ist noch nicht rum. Das kann auch am Ende des Tages ganz anders aussehen. Aber sollte das am Tagesende in etwa so aussehen, dann ist das eine Umkehrkerze. Das Gegenstück hatten wir hier unten beispielsweise, einen sogenannten Hammer. Hier seht ihr auch noch mal einen Hammer. Das wäre dann ein Shooting Star. Wenn ihr jetzt sagt, naja, aber hier, naja, der Kurs kam er von oben, von unten. Na gut, also wollen wir nicht weiter vertiefen. Es ist ein Anzeichen für eine Wende, bedeutet aber nicht automatisch, dass es jetzt um Tonnen nach unten fällt. Es kann auch locker sein, dass er einfach nur ein kleines Päuschen macht. Wieso komme ich eigentlich auf diese Pausentheorie? Warum denn jetzt nicht endgültig nach unten? Naja, ausschließen kann man das nie gänzlich, aber wir wissen, dass Haupttrendrichtung, ich mache das mal hier im 4-Stunden-Chart, eigentlich gerne entweder wie an einem Strich gezogen verlaufen oder von mir aus auch gerne mal Pausen haben zwischendurch. Wichtig nur, dass die Pausen idealerweise möglichst weit voneinander entfernt sind. Und wir hatten hier vorne eine Pause, das kommt man hier schon an der roten Kerze sehen zwischendrin. Vielleicht kriegen wir jetzt hier das Pendant. Ihr erahnt schon, vielleicht ist es ungefähr sozusagen dieses Bild. Also, ich würde mich noch nicht verrückt machen wegen dieses kleinen Rücksetzers, den wir jetzt da oben haben. Das sieht alles noch völlig in Ordnung aus. Alles noch in Ordnung, auch für die bullische Seite. Wie tief darf es denn gehen? Oder ab wann sollten wir dann nervös werden? Naja, ideal ist es, wenn diese Rücksetzer ähnlich groß sind. Wenn wir also von ähnlichen Größenordnungen sprechen, das muss nicht eins zu eins das gleiche sein. Aber wenn ich hier vorne mal das gucke und dann das hier sehe, dann sehen wir, also da dürfen wir auch noch locker tiefer gehen. Also wenn ich das zum aktuellen Zeitpunkt sind wir ungefähr hier bei 950, dann ist das 750, sagen wir mal, also 200 Punkte tiefer als jetzt gerade um kurz vor 17 Uhr. Ja, also das wäre ja noch völlig im gleichen Rahmen. Kann sein, dass das mit dem Umweg macht, dass er noch ein bisschen höher kommt nachher runter. Ich würde mich aber jetzt auch über 100 Punkte mehr nicht aufregen. Nur wenn es dann 3, 4, 500 Punkte mehr werden, dann muss man sich dann fragen, was soll das denn für eine Krücke sein, wenn hier vorne haben wir hier so eine Korrektur und dann hier irgendwie sowas. Das fände ich dann nicht so doll, ehrlich gesagt. Das wäre jetzt noch nicht zwingend, aber für mich ein deutlicher Hinweis, wo ich dann eher sage, nee, dann macht euren Krempel erstmal alleine und dann kann ich notfalls später wieder einsteigen, wenn es für mich wieder deutlicher ist. Aber das wäre so für mich ein Hinweis, so doll sieht es nicht aus. Gucken wir uns das ganze Geschehen, das, was wir hier oben haben, oder beziehungsweise diesen ganzen Anstieg hier, das, was ihr hier seht, unter der Lupe an. Dann sehen wir das hier im 5-Minuten-Chart so. Also, diese Pause, das, was wir hier hatten, das war quasi diese Abwärtsbewegung des Tiefs, was wir hier hatten, das ist das. Und das schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Und wir sehen, dass wir über weite Strecken eben diese starken Anstiege hatten. Hier übrigens der sogenannte Kontraktwechsel. Jetzt sind wir im Dezember-Kontrakt. Eigentlich ist erst am Freitag Verfall, aber die Amerikaner machen das schon mal eine Woche vorher, dass sozusagen das Volumen umgeht. Deshalb guckt man sich dann einen Future schon, der eine Zeit davor ist. Also noch wäre theoretisch der September-Kontrakt, aber wer einigermaßen professionell mitdenkt, der sagt, naja gut, alles, was ich jetzt mache, mache ich dann auf dem Dezember-Kontrakt schon. Also diesen Sprung also nicht überbewerten, das war jetzt dann heute, nicht heute Morgen, am Freitagmorgen, als dann diese Umstellung da erfolgt ist von dem einen Kontrakt auf dem anderen. Falls ihr das bei euch nicht wiederfindet, für alle CFD-Händler, die nicht den DAX, nein, den DAX sage ich schon, den Dow Future-Kontrakt dort haben, sondern was der Broker dort anbietet, da wird das normalerweise rausgerechnet, sozusagen diskontiert. Da habt ihr das nahtlos. Also dann sieht der Kurs für euch dann quasi an der Stelle, wenn ich das mal sehr vereinfacht jetzt hier so nachzeichne, bei euch
so in etwa aus. Also es hat sich nicht viel dann verändert, nur dass dieser Sprung weg ist. Der ist also rein, weil es eine andere Fälligkeit eben ist. Na gut, also, aber nichtsdestotrotz starker Anstieg und jetzt ein Rücksetzer. Wir sehen das hier. Vielleicht wird das so ein bisschen das Pendant zu der Geschichte, wenn wir uns das mal angucken. Ja, also ich könnte mir sogar vorstellen, dass das eine Einladung nochmal nachher wird, wenn der jetzt hier vielleicht irgendwie so nochmal ein Päuschen korrektiver Natur macht. Also wir sind hier relativ stark immer nach oben gegangen. Ja, so ein schönes Beispiel haben wir hier jetzt nicht. Da war es zum Beispiel sehr wackelig, eigentlich endingmäßig. Danach Pause. Also so ganz astrein ist es da nicht gelaufen vor dem Wochenende, zumindest mal nicht mustergültig, was man da angeht, was diesen Anstieg angeht. Zumindest mal, das ist wieder dreiwellig. Dreiwellig ist wieder die falsche Richtung. Fortsetzung nach oben. Jetzt haben wir hier die Chance, okay, relativ stark abwärts, wenn wir hier korrektiv nach oben gehen, ja, dann eher die Chancen auf der Abwärtsseite. Also ich finde die Idee, dass wir noch so ein bisschen im Pausenmodus sind, gar nicht so doof. Das ist kein Versprechen, aber es ist aus meiner Sicht durchaus plausibel. Würde mir auch übergeordnet gar nichts ausmachen. Im Gegenteil, wer dann nochmal auf kleineren Ebenen rein will, hätte dann die Möglichkeiten, vielleicht sogar hier nach neuen Unterstützungen zu gucken. Da könnt ihr immer so die 1 zu 1 Projektion schauen, also vordere Länge gleich hintere Länge beispielsweise. Vielleicht deckt sich das dann mit anderen Unterstützungsniveaus. Ja, also solche Sachen kann man da ganz gerne benutzen. Und wenn wir dann Umkehrkerzen kriegen oder wieder Schub hoch, wackelig runter, dann ist es eben die Fortsetzung nach oben. Fortsetzung nach oben ist also eigentlich nach wie vor mein Ding. Ich glaube, wir haben also realistische Chancen, dass es noch mal einmal nach oben geht. Vielleicht ist es dann tatsächlich vorläufig erstmal das letzte Mal. Das müssen wir uns dann angucken, wenn wir so weit sind. Wenn wir dann nämlich sehen, ob die Korrektur anschließend, also was wir eben betrachtet haben, bezog sich hier. Aber das ist dann die nächst größere Größe, ob wir da korrektiv sind. Wenn das der Fall ist, ja, dann geht es auch noch weiter. Aber das entscheiden wir dann später weiter oben. Da haben wir noch Gelegenheiten dazu. Gründe dafür könnten auch für weitere heftige Anstiege darin liegen, was die Notenbank in den USA macht. Und aus meiner Sicht gibt es da noch die ein oder andere Geschichte, die offensichtlich bei einigen noch nicht richtig angekommen ist. Ich glaube, da werden einige ganz heftig überrascht. Und das kann auch zu sehr heftigen Marktbewegungen führen. Das wollen wir uns heute Abend angucken. Wie immer montagsabends, 18:30 Uhr, haben wir ja den Wochenausblick. Ich werde das unter dem Video verlinken im ersten Kommentar. Und ich werde das am Ende dieses Videos verlinken, dass ihr das nicht verpasst. Auch wenn ihr nicht live dabei sein könnt, heute Abend, Montag, 18:30 Uhr, guckt euch das in der Aufzeichnung an. Denn wir werden über den Mittwoch reden. Und ich denke, es sind einige nicht darauf vorbereitet, was wahrscheinlich da realistisch passieren kann. Ich denke, da gibt es ein großes Überraschungspotenzial. Wir gucken uns an, welche Termine sind in der Woche wichtig. Natürlich die Fed, natürlich noch ein paar andere, die ebenfalls nicht ganz uninteressant sind. Welche das sind, schauen wir uns an, wie der Markt darauf reagieren dürfte und wie wir das als Händler nutzen können. Schauen wir uns auch gemeinsam an. Also schaut euch es entweder live mit mir an oder nachher in der Aufzeichnung, denn die Woche geht ja noch ein bisschen. Ihr habt also da Zeit, euch entsprechend vorzubereiten auf diese Ideen. So, dann haben wir als nächstes meinen Blick auf den S&P. Da muss ich aber sagen, das Bild ist relativ ähnlich. Das Einzige, wo ich noch nicht so ganz im Klaren bin, kriegen wir jetzt einen Rücksetzer dieser Größenordnung? Fände ich eigentlich ganz praktisch. Oder kriegen wir jetzt doch schon Rücksetzer dieser Größenordnung? Ihr seht aber schon, egal welcher das jetzt sein sollte, wir wären irgendwo immer noch ja, stabil in der bullischen Situation. Selbst wenn der Kurs jetzt hier mal um 100 Punkte fallen würde, wäre jetzt auch kein Drama. Ne? Muss nicht so weit sein. Ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt vor der Notenbank noch so ein bisschen einen auf coole Socke macht, einfach ein bisschen auf Ruhe schieben. Mittwochabend abwartet, bis dahin macht man ein bisschen so Pause, holt man sich ein bisschen, Füße mal baumeln lassen, auch für die Bullen, und dann kann man nachher dann entsprechend der Situation, der Ankündigung, auch des Statements der Fed dann wieder loslegen. Also da sehe ich ein großes Potenzial, sogar noch ein Überraschungspotenzial, was sich dann im Markt entleeren wird nach der Pause. Dann hat er ja Pause gemacht, dann ist er auch wieder frisch. Insofern wäre das eigentlich gar nicht so unpraktisch. Das soll jetzt nicht heißen, dass er nicht vorher schon klettern kann. Das kann ich euch auch nicht vorhersagen.
Aber mich würde das verfahrensseitig eigentlich nicht wundern, dass man sich vorher jetzt nicht so sehr aus dem Fenster lehnt mehr. Wir haben noch ein bisschen Daten, die morgen noch mal reinkommen. Das kann also schon so ein bisschen mal vom Markt was vorwegnehmen. Aber ich denke, das eigentliche Feuerwerk wird dann am Mittwoch passieren. Und bis dahin ist es so ein bisschen das Hin- und Herschieben im Markt. Ich glaube, das hat ganz gute Chancen, dass das die nächsten Stunden, vielen Stunden bis Mittwoch dann bestimmen wird. Das ist der Nasdaq. Wieder oben links, lang, mittel, kurz hier unten. Wir sehen, dass wir auch hier einen Rücksetzer haben. Das ist sogar noch meine Zeichnung von Freitag. Also es war jetzt Zufall. Das habe ich jetzt nicht vorher bestimmt schon gewusst, dass der Kurs da runter geht. Das sind immer die Modelle, die ich immer so einzeichne, wenn das geht. Jetzt sehen wir ja, dass es der Fall ist. Jetzt sehen wir, dass wir mal gucken können, ob wir einen größeren oder einen kleineren Rücksetzer haben. Ja, ob wir jetzt diese Größenordnung hier tatsächlich haben oder ob wir sogar eine vollständige Korrektur bekommen. Also ich sage jetzt mal so diese Größenordnung hier. Ich habe eigentlich ein bisschen noch zu wenig weggeschnitten unten. Also das wäre, machen wir es nochmal einmal richtig. Und machen wir es in groß. Ich weiß, einige gucken das über Smartphones. Die ärgern sich immer. Da kann man immer nichts sehen. Also der höchste Punkt hier, wenn ich das zu dem tiefsten ziehe, um das Vollwertige da mal mitzunehmen, dann wäre das die Geschichte. Also bis dahin sollten wir uns noch nicht wirklich einen Kopf machen, was den Rücksetzer angeht. Das ist vom aktuellen Niveau nochmal 150 runter. Oder erstmal 100 runter wäre jetzt erstmal überhaupt nicht kritisch. Ja, findet man als Bulle zwischendurch gar nicht so toll. Aber auf der anderen Seite würde das erstmal nichts kaputt machen. Und je wackeliger das passiert, umso besser ist das Ganze. Ich habe diese Zeichnung allerdings so halbherzig gemacht, denn die ist jetzt vielleicht sogar noch eine Nummer größer gemeint. Denn ich hatte letzte Woche dieses hier als interessante Situation, aber nicht handelbar mit diesem Entry. Bin ich kein großer Freund davon, weil das Chance-Risiko-Verhältnis nicht mehr passt. Schaut euch notfalls das alte Video nochmal an, das will ich nicht nochmal aufkochen. Aber für den früher oder später, machen wir so rum, früher oder später kommt mal eine richtige Korrektur dieses Anstiegs. Also, sowas in der Richtung. Passiert das jetzt schon sofort? Ich muss gestehen, eigentlich würde ich sagen, wir sind ja hier erst in dieser Pause, gehen nochmal einen höher. Und macht danach erst den Rücksetzer. Also, das wäre mir eigentlich ganz lieb. Wie das allerdings nachher passen soll mit der Fed-Entscheidung, das werden wir mal gucken. Denn ich kann mir vorstellen, dass wir danach eher eine heftige Bewegung bekommen als so was Wackeliges. Aber das schauen wir uns dann entsprechend nochmal an. Das müssen wir im Nachmittagsupdate noch nicht bringen. Vielleicht kriegen wir das heute Abend geklärt im Index-Update, da werden wir uns das ein bisschen in Ruhe gemeinsam erarbeiten, wenn ihr wollt. Nicht im Index-Update, Entschuldigung, im Wochenausblick. Da werden wir dann Daten und Kurs in Einklang zu bringen versuchen und mal gucken, ob sich das entsprechend dann da auflöst. Aber auch hier im Moment Rücksetzer, wenn es noch ein bisschen weitergeht, ist kein Drama. Ich sehe es im Moment nicht, dass der Kurs in Gefahr ist. Aktuell zumindest mal nicht. Vor der Fed-Entscheidung, denke ich mal, werden wir eher wackelig da hin und her eiern. So, der Russell, der hat eigentlich auch einen schönen Anstieg hier gemacht. Wir sehen das hier im 4-Stunden-Chart. Russell 2000, das ist ein wunderschöner Anstieg. Auch hier, das ist der falsche Knopf fürs Zeichnen, dieses Ding hier. Also, wenn er jetzt hier eine schöne Korrektur macht, das wäre eigentlich ganz klasse. Dann hätten wir hier wieder eine tolle Einladung für die Long-Seite. Das müsste er allerdings hier noch machen. Also abwärts scheint gar nicht so unrealistisch zu sein. Ihr seht, hier hatten wir eine Umkehrkerze, ging tapfer runter, hier hatten wir eine Umkehrkerze, ging tapfer runter, hier war eine Umkehrkerze, ging tapfer hoch. Aber hier haben wir jetzt vielleicht einen wichtigen Hinweis, haben wir noch nicht, denn noch ist der Tag am Laufen. Also wir wissen noch nicht, wie die Kerze am Ende des Tages aussieht. Wenn der nachher noch einen Rappel kriegen würde, könnte das noch eine fette grüne Kerze werden. Wie wahrscheinlich auch immer das ist, aber handelt diese erst, wenn diese so aussehen. Wenn ihr solche Umkehrkerzen handeln wollt und wenn ihr sagt, ach komm, das nehme ich mal als Gelegenheit wahr, dann solltet ihr vielleicht heute Abend um 0 Uhr, wenn die Tageskerze dann zu Ende ist hier, oder von mir aus, wenn ihr eine andere Zeiteinheit habt, wenn ihr jetzt sagt, bei mir sind die Tageskerzen auf US-Zeit eingestellt, auch gut, aber wenn das dann so ähnlich aussieht, das Tief wäre der Trigger, das Hoch wäre der Stop und für ein Short. Ist das was für mich? Nein. Also den werde ich nicht machen. Denn meine Erwartungshaltung ist ja, dass jetzt was Korrektives kommt.
Ich habe also ernsthaft die Sorge, dass jetzt hier nur das nur wackelig runtergeht. Wenn es aber nur wackelig runtergeht, dann handle ich eine Korrekturbewegung und das finde ich immer nicht so doll, denn wackelige Bewegungen, dann geht es ja dauernd hin und her. Und wenn ich eine Position habe, finde ich es immer toll, wenn sie ziemlich klaren Bewegungsablauf macht. Gilt das immer, dass ich diese Dinger nicht handle? Nee. Geht der jetzt hier tatsächlich? Machen wir es nochmal frisch hier. Oder machen wir es hier. Macht der jetzt hier tatsächlich irgendwie was Korrektives und macht hier dann eine Umkehrkerze hin? Die handle ich wieder gerne, weil dann ist meine Erwartung, wenn das ja was Korrektives ist, dass wir wieder was Starkes kriegen. Also diese hier handle ich weniger gerne. Das muss nicht heißen, dass das nicht geht. Ja, wer hier gesagt hat, ja, blöder Typ der Rüdiger, der hat keine Ahnung. Kann man ja trotzdem nutzen. Ja, das geht auch häufig, aber das ist eigentlich nicht unser Handelsansatz, den wir machen. Und deshalb ist das bei uns sehr, sehr nachrangig, wenn ich das mal so sagen darf. Aber ihr könnt es ja auch anders sehen. Wichtig ist, dass man es kennt, weil man weiß, was man erwarten muss, befürchten kann, muss, darf. Dann kann man sich ja darauf einstellen und sagen, okay, in dem Fall hat es nicht geklappt, aber in vielen Fällen klappt es. Da freue ich mich dann drüber. So, und der DAX. Na, wenn wir uns auf den DAX gucken, eigentlich gar nicht so schlecht. Wir hatten ja letzte Woche schon drüber gesprochen, was der Markt hier macht. Bleiben wir mal auf dem Tageskurs hier. Dann sehen wir, toller Anstieg. Jawohl. Erste Abwärtsbewegung. Ist das korrektiv? Geht so. Ich fände es noch lieber, noch lieber, ich fände es noch schöner, wenn der Kurs das machen würde, wenn wir dann hier eine Umkehrkerze kriegen oder hier im Tagesverlauf irgendwie sowas. Oder zur Not eben an dem Zwischenhoch, dann long. Warum dann nicht jetzt schon long? Wenn ich dann früher oder später doch long gehe, kann ich mir doch den Mehraufwand sparen. Aber weil ich ja noch nicht weiß, ob das funktioniert. Wenn der Kurs nach unten wegbricht, habe ich ja keine Bestätigung für long. Ich weiß das ja erst, wenn ich hier Bestätigung, Umkehrkerze, Bestätigung, kleinere Zeiteinheit, Bestätigung Zwischenhoch habe. Die größte Gefahr bei dieser Überlegung ist, dass das schon so läuft. Kann ich das ausschließen? Nee, leider nicht. Aber mir ist das als Korrekturmuster nicht so ganz geheuer, wenn ich ehrlich bin. Ich mag das lieber deutlicher. Ja, es ist so halbwegs korrektiv, aber ich muss auch dazu sagen, wenn ich hier mal so die Geschwindigkeit messe und ich vergleiche das immer gerne, den Anstieg und den Rücksetzer, dann ist der Rücksetzer wenig klar strukturiert wie eine Korrektur. Ja, ein bisschen. Und er ist eigentlich fast schneller. Wir sehen, dass er unter dieser Linie läuft. Das ist mir nicht so lieb. Ich mag falsch liegen, aber wenn ich mir was wünschen dürfte, würde ich sagen, mach doch mal sowas draus. Dann bin ich super gerne bereit, für die Long-Seite wieder mitzumachen. An sich finde ich das nach wie vor klasse. Entschuldigung, da verschlucke ich mich schon. Aber dieses Muster wäre mir ehrlich gesagt lieber. Wenn es nicht kommt, habe ich den Trade halt verpasst. Freue mich halt über die anderen Trades. Aber wenn der Markt das so macht, dann habe ich, glaube ich, die besseren Chancen. Denn der Anstieg, den wir hier haben, boah, Katastrophe ist er nicht. Ja, wir haben hier so ein bisschen Rücksetzer jetzt da. Müssen wir gucken, wie stark das in die Überschneidung reingeht. Ja, mal sehen. Aber wenn die Amerikaner jetzt tatsächlich noch ein bisschen runtergehen, könnte ich mir vorstellen, wenn das der Fall ist, dass auch dann hier der DAX ganz gute Chancen hat, vorläufig erst noch mal ein bisschen die Abwärtsseite da zu spielen. Und danach von mir aus sehr, sehr gerne ja auch weiter noch mal hoch. Warum nicht? Aber im Moment bin ich da vorsichtig. Vielleicht zu vorsichtig, aber ein bisschen gruselig ist mir das hier schon, davon auszugehen, dass das die komplette Korrektur ist und dass das jetzt der Anstieg ist. Gucken wir auf den F-DAX. Das sieht natürlich ähnlich aus. Da haben wir sogar noch die Zeichnung von letzter Woche. Da haben wir es auf dem F-DAX angeguckt. Ja, so richtig glücklich bin ich mit der Long-Seite hier im Moment noch nicht. Na gut, entscheidet natürlich wie immer selber, aber ihr habt jetzt eine Anregung, wie ihr darauf gucken könnt, was vielleicht so ganz wichtige Punkte sind, die man im Hinterkopf haben muss, charttechnischerweise, aber natürlich auch fundamental. Ich weiß, dass viele die Videos hier gucken und sagen, naja, aber sie sind doch die fundamentalen Daten. Ja, es gibt diese Woche einige, die spannend sind, darunter die FED. Und ich glaube, da ist eine Menge Überraschungspotenzial, die einige nicht auf dem Radar haben. Das gucken wir uns heute Abend an. Da haben wir genug Zeit, das tief zu beleuchten. Euch jetzt erstmal einen wunderbaren Nachmittag und jetzt hier in der Endcard der Link für heute Abend. Und wer das jetzt schon verpasst hat, nochmal unten drunter. Ihr habt es auch in der Aufzeichnung nachher. Euch alles Gute und liebe Grüße.